Es gibt ja Startups, die sind mehr durch ihren Gründer bekannt als durch das Produkt, was dahinter steht. Bei Tesla ist es ja zum Beispiel so, da denkt man sofort an Elon Musk. Genau. Und zum Beispiel so ähnlich ist es auch bei dem deutschen Startup Westwing. Da denken viele Leute sofort an die Gründerin Delia Lachance. Jetzt ist es aber so, dass die Ehemals Fischer, oder? Genau, ehemals Fischer. Jetzt ist es aber so, dass die Gründerin in Elternzeit geht und ihren Vorstandsposten zumindest vorübergehend erstmal abgibt. Und unsere Kollegin Hanna hat sich mal angeschaut, was das jetzt wohl für Westwing bedeutet. Werden die dadurch jetzt Probleme bekommen, dass das Aushängeschild jetzt eben nicht mehr dabei ist? Könnt ihr nochmal bei uns nachlesen. Die Schlagzeilen werden derzeit natürlich wieder von dem Coronavirus bestimmt. Das betrifft natürlich auch die Startup-Szene, vor allen Dingen, wenn es um irgendwelche Produktionslieferungen aus China geht. Wir haben diese Woche mehrfach über das Thema berichtet, auch zum Beispiel, ob sich gegen solcherlei Ausfälle von den Produkten versichern lässt. Unser Chefredakteur hat dazu noch einen Kommentar geschrieben, der sagt im Grunde genommen, was noch zu viel mehr Schäden führt, ist eigentlich die Panik und die Angst, die dahinter steckt. Und wenn man jetzt so auf diesen Veranstaltungen abends unterwegs ist, dann sieht man, dass die Gründer trotzdem kommen, aber die Vorsichtsmaßnahmen sind andere. Da gibt es dann halt eben zur Begrüßung keine Hand, sondern auch mal eine Ghetto-Fist oder mal so einen Ellbogen oder so. Jedenfalls funktioniert das auch weiterhin und worauf es zu achten gilt, das könnt ihr nochmal nachlesen. Und schon lange bevor die Corona-Angst um sich gegriffen hat, war ein Regal im Supermarkt regelmäßig leer. Und zwar das, wo die Barista-Milch von Oatly steht. Es ist ein schwedisches Unternehmen, die verkaufen Hafermilch und eben eine davon speziell für Kaffee. Ich habe mich ja mit den beiden Deutschland-Chefs von Oatly getroffen und die gefragt, was steckt eigentlich hinter diesem Hype? Was ist deren Marketingstrategie und wie reagiert eigentlich die Milchlobby auf so ein Haferdrink-Startup? Wir hatten ansonsten diese Woche wieder einen sehr interessanten Erfahrungsbericht. Jemand aus einem Mobility-Startup berichtete, wie es anfänglich war, als das Unternehmen aufgebaut wurde. Alle waren euphorisch, motiviert, es gab einen Schlachtruf im Team und alles war super. Und dann gab es das Problem mit der Folgefinanzierung, die Stimmung kippte, alle mussten um ihren Job bangen und was da genau passiert ist, könnt ihr bei uns nochmal nachlesen. Das war's von uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.